So Leute, da sind wir auch wieder hier bei Vegas Hilf mit mir, der immer noch Controller inhabenden Sefi. Au. Und der Jutis, die vor Schmerzen. Ja, ich habe gerade irgendwie wehgetan. Zuckt. Ja, ich lebe noch. Es war so spannend, dass sie so verkrampft ist, dass sie sich jetzt was gezerrt hat. Typische Zockerverletzung. Ich leide für euch. Da ist ihre chronische Zockerverletzung wieder. Ja, meine Kriegsverletzung. Ja, und ich innerlich zähle ich schon die uns noch bevor uns stehenden Abenteuer bis zum Ende des Spiels. Und ja, wir haben seit Part 8 kommt das ungefähr hin? Was denn? Ich weiß gar nicht, was du willst. Seit Part 8 in einem Rutsch durchgespielt. Ja, kann passieren, glaube ich. Ich weiß ja nicht. Ja, wir setzen jetzt auf jeden Fall unsere Reise auf der sinkenden Queen Zenobia fort, die bald der Titanic Gesellschaft leisten wird. Hallo. Die Titanic ist zwar nicht im Mittelmeer gesunken, aber vielleicht treibt die Zenobia noch dahin. Man kann immer wieder auf ein Wunder hoffen. Hier ist ja alles möglich. Hier gibt es ja auch Satelliten, die mit Sonnenenergie ganze Städte schmelzen können. Ja, und jetzt sind wir wieder bei Jill und Chris, den beiden Hauptdarstellern. Wobei, ich finde es auch cool, dass Jill endlich mal so ein Teil für sich spendiert bekommt. Ja, das habe ich mir vorhin auch schon gedacht. Das weckt ja die wahre Hoffnung in mir, dass Pierce auch mal eine Part kriegt. Ja, vielleicht ist das ja auch so wie bei Jill, wo man am Anfang des Spiels gesagt wurde, sie ist tot und dann, oh, sie lebt ja noch. Ja. So, vielleicht kommt ja noch so der ein oder andere. Naja, es ist unter Wasser, vielleicht ist irgendwann Pierce so wieder so Glück. Sie sind ein paar Jährchen zu früh. Ja, ich weiß, aber das Ding, keine Ahnung. Ich habe immer noch irgendwie die Frage. Alles okay? LOL. Das ist Genesis. Weißt du, Chris sagt uns förmlich schon, nutze Genesis. Und wir sehen, ja. Das war echt stumpf, wie so ein Neandertaler gegen die Wand läuft. Ja. Nicht, dass ich jetzt Chris mit Parker vergleichen will, weil Chris einfach wesentlich einzigartiger ist als... Jetzt kommt der Chris nicht mehr durch. Tschüss, Chris, ich gehe ohne dich. Ich trenne mich von dir. Ah, ja. Das ist auch richtig fies. Ja, stimmt. Erinnert mich ein bisschen so an Zelda. Ja. Jetzt kommt wieder so ein kleiner Rätsel. Ja. Bap, 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 bap. Sie öffnet sich nicht. Chris, würdest du bitte die Tür eintreten? Chris? Dann lass es. Ich finde schon selbst eine Möglichkeit, da reinzukommen. Musste ja. Ach ja, vielleicht muss ich jetzt auch einfach darüber. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Ja. Ja, manchmal muss man kleine Umwege, um sein Ziel zu erreichen. Ja. In der Art, ich habe gerade Schießmechanismus gegeben. Dasselbe wollte ich gerade aussagen. So, mein Fingerabdruck. Löst mal wieder alle Probleme. Zumindest dieses. Ja. So, mal gucken. Oh, nachladen. Mal gucken. Ich finde das echt erstaunlich, wie viel Munition das Maschinengewehr hat. Yep. So, wir müssen gleich noch schlimm wieder kämpfen, weil wir werden hier schon mit grünem Kraut und Munition eingedeckt. Also das muss man dem Spiel auch lassen. Das ist teilweise ziemlich fair von der Munitionverteilung her. Ja. Menge schon. Oh, hast du eine Magnum mit? Nein, ich habe meine Magnum nie mit, weil man immer so wenig Muni dafür findet. Aber vielleicht, ich müsste Papier vielleicht schon genug dafür angesammelt, dass ich sie mal benutzen könnte. So, vielleicht bei der nächsten Waffenkiste? Mal gucken. Ach, nur Sicherungskosten. Ich dachte, das wäre ein Bild. Ich habe mich schon gewundert. Hängt hier bitte Bilder auf. Materialien zur Entwicklung von Malkoda? Ja. Die Entwicklung vom Codename Malkoda war reiner Zufall. Wir infizierten verschiedene Fischarten mit dem T-Abyss-Virus als Teil unserer Forschung bezüglich Wasserbows. Hier wurde Haus also entwickelt. Ah. Zufällig war eines dieser Pestobjekte bereits mit Parasiten kontaminiert. Es handelte sich dabei um Gyrodactylus salaris, einen kleinen monogenetischen Ektoparasiten. T-Abyss infizierte damit sowohl den Wirt als auch den Parasiten. Die aus der Doppelinfektion resultierende Mutation erlaubten in Konsequenz die Verbesserung der gesamten Bow-Entwicklung. Eine Malkoda-Larve ist nur 1 Zentimeter lang. Da sie so klein ist, kann sie als Parasit verwendet werden, um einen Wirt mit einer
ausgeschiedenen Flüssigkeit zu infizieren, die den Virus enthält. Der Parasit mutiert im Wild und wächst rapide. Vielleicht verstärkt der synergetische Effekt von T-Avis zusammen mit dem Sekret den Metabolismus des Organismus. Die Größe des Makroda steigt mit der Größe des Wirts. Zwar müssen klinische Tests durchgeführt werden, doch mit einem Wal als Wirt wäre die Größe des Makrodas theoretisch grenzenlos. Interessant. Ja. Noch ein anderer. Was haben wir hier? Tagebuch des Weltraumagenten, zweiter Teil. 2004. Tag 3 nach Missionbeginn. Die Mission war ein Erfolg. Terra Grigia ist die manifest gewordene Hölle auf Erden. Wir haben den ultimativen Virus entfesselt, um die Stadt in Angst und Schrecken zu versetzen. Die FBC hatte Soldaten geschickt, aber gegen uns waren sie machtlos. Unser Ziel ist erreicht. Die Welt weiß nun, dass sie nicht auf die Hölle warten muss. Sie ist bereits da. Öffne deine Augen, Welt. Öffne deine Augen und blicke der Wahrheit ins Antlitz. Bernard Corti. 2004. Tag 6 nach Missionsbeginn. Das Schiff ist kontaminiert. Die Virus hat meine Kameraden in schreckliche Monster verwandelt, die alle anderen in Monster verwandelten. Wieso geschieht das? Wir wollten die Massen in die Hölle stürzen, nicht uns selbst. Das gleiche geschieht auf der Semiramis. Der Virus hat alle Schiffe kontaminiert. Das kann kein Zufall sein. Irgendjemand hat uns die ganze Zeit über benutzt. Aber wer? Keiner von uns will jemals Weltruhe hintergehen. Nur der mysteriöse Geldgeber würde es tun. Er ist der Einzige, der nicht hier ist. Norman, wir brauchen Ihren Rat. Sie müssen uns zu dieser schrecklichen... Der Rest des Papiers fehlt. Lol. Ja, da wurde zensiert. Also, da kann man nochmal sehen, dass es, dass wirklich noch jemand dahinter stecken muss. Ja. Also ich finde es beachtlich viel Macken. Ja. Aha. Jetzt im Tiefkühlregal. Jetzt im Tiefkühlregal. Terabis-Zombies. Warte, ja. Chris, war ich tot. Ich will meine Muni dafür nicht verschwenden. Ja, so helfe ich dir. Ja. Ich glaube, den kannst du punchen. Mit den Hintern. Du denn für ein Monster? Ich hab was ausgehalten. Achso, da kann ich das überprüfen. Da kann ich ihn noch irgendwie scannen. Das gibt ja wenigstens 1%. Wow. Ja. Ist da wenigstens was drin? Ja, ein Vieh. Wow. Naja, wenigstens eins von den Vieh. Ja, man ist der Parker drin. Naja, den Unterschied würde ich. Ich kann nicht den aus. Oh, das Ding ist wieder zugegangen. Also, ich hätte hier Muni versteckt. Daran sieht man mal, wie das echt nicht der Spielentwickler bin. Nein. Oh, das sieht echt nach einem Gegnerkampf aus. Chris macht das schon. Ach so. Ah, ich verstehe. Ich brauche Zeit, um die Steuerung zu verstehen. Gut aussehen, das muss ich mir merken. Und da haben wir auch schon eine Waffenkiste. Und wir haben mal wieder jede Menge Skills aufgesammelt. So viel habe ich für die gar nicht. Das ist, glaube ich, auch die einzige Magnum, die ich habe. Naja, die beste Waffe der Klasse. Mir sind diese 9 Schuss ist aber auch nicht wert. Ich finde das einfach nicht gerechtfertigt, eine Waffe wegen 9 Maximalschuss mitzunehmen. Nö, ich dachte, ich weiß ja nicht, wie viel du hattest. Nicht viel, scheinbar. Welches hatte ich jetzt eben? Na, ich habe hier mein... Ja, das, was wahrscheinlich auch lootet. Ich habe hier mein Gewehr. Maschinengewehr. Ich brauche meine Windarm. Nicht die macht mir Schaden. Obwohl, ich kann auch mal gucken, ob ich die Skills aufwerten kann. Ich habe hier eben eine ganze Menge dazu gekriegt. So, das Maschinengewehr wird mal ein bisschen aufgewertet hier.
betäuben 100%. Jo. Obwohl, dann ist Mannstopp hier eigentlich überflüssig. Ja, stimmt. Ich will die noch was Besseres. Feuerrad habe ich da auch drauf. Na, ich glaube, das lasse ich so. So, dann stürzen wir uns mal wieder ins Geschehen. Man schaut sich diese leckere Brühe an. Sommer. Guck mal, er hat uns sogar den Türcode aufgehackt. Den Türcode aufgehackt? Ja, er hat uns die Tür aufgehackt. Hat er gerade gesagt. Ja, ja. Das kann Parker nicht. Nein. Nein, Kraut! Und wer da jetzt so stupide hinrennt. Aua. Oh, das sieht ja ab. Ja. Ich glaube, ich muss hier lang. Gott, oh Gott. Wir müssen halt dahin und da können wir noch nicht hin. So. Taste drücken. Gott sagen. So. Jetzt können wir hier erstmal wieder raus. Oh, das ist wieder so ein Element, der dem ersten Teil wieder sehr ähnelt. Oh, da liegt ja noch Muni. Ich bin rein glatt übersehen. Tja. Guck dir die Kloake an. Mm. Das ist bestimmt Erdbeersaft. Ganz bestimmt. Naja, man muss bedenken, Revelations ist ab 16. Ist halt saupass. Was bist du, mein Vater? Ich hab dir das gesagt. Nein. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst um 8 Uhr nach Hause kommen? Ach, herrje. Ja, Hilfe! Und nicht zwei. Ja, das andere ist schon zu Beginn in die Luft geflogen. Die hätte ich beim ersten Glück auf voll die Probleme. Ich bin fast Game Over gegangen. Weil das so ein enger Raum war. Und ich vergessen habe, dass zwei standen. Die ziehen nämlich auch ganz schön ab. Ich merk's. Mach dir deine Kniescheibe kaputt! Ja, das hat ihn umgebracht. Nein! Nicht fair! Hab ich keine anderen. Ah, super, ich hab noch. Genügend anderen Schnickschnack. Hilfswaffen, wie man sie hier betitelt. Naja, eine Hilfe sind sie schon. Das ist eine Jagd, sich selbst, ich glaub. Was man hier nicht kann. Und man kriegt hier jede Menge davon. Ich habe schon wieder illegales Zubehör behalten. Erhalten. Behalten. Ja. Vor allem das Wiese ist, wenn du dich hier durchrennen willst, und daran stehst, können die dich trotzdem treffen. Das ist echt fies. Okay. Das wäre so ein Fingerding. Das dachte ich auch. Wahrscheinlich hätte ich das gerade nicht richtig. So. Ah. Jetzt ist es richtig. Mann, Sesam, öffne sich. Pingelig. Ja, das Spiel ist sehr genau. Leiter. Nicht Leiter? Tür. Was nehmen wir denn? Die imaginäre Leiter oder die da ist eine Tür? Ach, kannst du ja den Bauplan abnehmen. Können wir nicht einfach hin gerade? Ist hier vielleicht noch was? Ich habe ja noch die vage Hoffnung, dass hier vielleicht ein Kraut versteckt ist. Langsam könnte ich nämlich wieder Nachschub brauchen. Vielleicht im nächsten Raum. Ja. Impfprüfung.
eine Hand reinstecken, was? Beim letzten Mal konnte ich mich da impfen. Lol. Aber das kommt vielleicht auch erst noch. Na ah. Genau, weil wir kriegen hier, glaube ich, eine Probe von ihm und mit der können wir uns dann impfen. Ah. Gott, oh Gott, ist das kompliziert. Ja, das ist Resident Evil. Das ist so die Manier der ersten Teile. Und wie gesagt, das ist der Grund, warum ich denke, dass die Teile auf Dauer nicht Bestand gehabt hätten, so wie sie waren. Ja, also mein Lieblingsspiel wäre es nicht geworden. Ich wusste es. Ich stehe schon halb drin, guck nochmal nach, ich bin ja auch ein Genie. Infektionsprotokoll. Protokoll. Protokoll der Queen Zenobia. Forscher Ryan, ID 503321. 2004. Nach dem letzten Akt. Oh Gott, 13 sein. Hä? Nee, schon. Nach dem letzten Akt der als Terra Grigia Panik bekannten Tragödie haben wir das Schiff sichergestellt und unsere Mission schnell und unter großer Genehmigung ausgeführt. Geheimhaltung. Entschuldigung. Die Regia Solis zerstörte die Stadt. Jetzt ist das Schiff der einzige Ort, an dem die Ausbreitung und Mutation des T-Abyss beobachtet und erforscht werden können. Dies ist der perfekte Ort, um Untersuchungen durchzuführen. Und diese Gelegenheit sollten wir so gut wie möglich ausnutzen. Der große Nachteil sind die mit dem T-Abyss Virus infizierten Wirte. Sie werden die Forschung extrem erschweren. Es wird nicht lange dauern, bis dieser Ort nur so von Kreaturen wimmelt. Wir müssen daher schnell handeln. 2005. Unsere Forschung an dem Virus ist recht reibungslos vorangeschritten und wir waren in der Lage, einen Impfstoff zu entwickeln. Wir haben all unsere Ziele erreicht und verlassen daher dieses Schiff. Ein paar unserer Teammitglieder haben diesen Moment leider nicht mehr erlebt, aber das gehört zur Forschung dazu. Wir sind, als wir Lance Dale über unseren Erfolg in Sachen Impfstoff berichtet haben, zeigte er untypische Anzeichen von Glückseligkeit. Nach ein paar ausgerissenen Seiten steht da etwas hingekritzelt. Sobald wir die Forschungsdaten übertragen hatten, wurde die Einrichtung abgeriegelt und die Bows sind aus ihrem kinetischen Schlaf erwacht. Wie konnte ich nur übersehen, dass Veltro nicht das einzige verzichtbare Bauernopfer gewesen ist? Das ist schon lustig, irgendwie. Ich verstehe jetzt, dass er all diese Dinge arrangiert hat. Er hat den Terroristen den T-Abyss-Virus gegeben, der zur Terror-Grisha-Panik geführt hat. Dadurch erhielten wir viele wertvolle Daten zur Infektion, was wiederum zur Entwicklung des Impfstoffs geführt hat. Dank seiner verantwortlichen Stellung hat er Regia Solis genutzt, um dem Virus die Terroristen und all die Namen in der Stadt auszulöschen. Alle Spuren und Verbindungen zu uns verschwanden. Als Konsequenz fürchtet die Welt den Virus. Und die FBC-Charta wurde verstärkt und erweitert. Ich bin von Ehrfurcht ergriffen, wenn ich daran denke, mit welcher Perfektion Lansdale all diese Ereignisse orchestriert hat. Ein Fall für die Geschichtsbücher. Hoffentlich wird die Nachfrage nach dem Impfstoff uns Überlebenden die Lobpreisung und Reichtümer bescheren, die wir so sehr verdienen. Der Rest des Gekritzels ist unleserlich. Joa. Also da haben wir schön was erfahren, was uns storymäßig ziemlich weiterbringt. Und falls du dich erinnerst, Lansdale war der Typ mit dem Satelliten. Ja. Der hat hier alles organisiert, damit die FBC weiterleben kann und er reich wird. Ah, Arschloch. Also er hat ja in einer Szene zuvor gesagt, dass nur dank solchen Terroristen die FBC und die BSA existieren. Hm. Und er hat das alles selbst organisiert, damit die FBC weiter überleben darf. Ja, ist nicht mal interessant. So. Jill ist jetzt geimpft. Gleich, oh, scheiße, Fall. Das war der T-Virus. So, und dann wollen wir Chris mal seine Sachen rausfischen. Ach nein! Klopf, klopf. Jill, mach die Tür ja nicht auf. Ja? Oh.
Wir haben einen Authentifizierungscode aufgenommen. Und das Schiff beginnt mal wieder an zu wackeln. Gut, dass wir uns geimpft haben. Aber echt, ey. So, dann schwimmen wir erstmal. Unter Wasser geht das schlecht. Ja, Papa. Vielleicht bzzz. Nein, die Dinger sind... Aua! Nicht on. Ist da rüber schwimmen? Ich glaube ja. So, vorsichtig. Jetzt habe ich schon wieder wegen der ganzen Sache Kraut verschwendet. Das ärgert mich jetzt gerade voll. Oh, ich muss auftauchen. So. Ja. Wie man sich fühlt, wenn man so in so einer Grütze schwimmt. So. Wenigstens speichert er hier. Ich habe den Code. Ich bin voller Schleim und ich wurde geimpft. Was ist bei dir so abgegangen? Ach, ich soll das machen. Ich dachte, du bist hier der PC-Experte von uns beiden. Tja, scheinbar. Im Endeffekt muss die Frau doch alles machen. Ja. Also, und wir neutralisieren jetzt erstmal den Virus, damit wenn das Schiff untergeht, der Virus sich nicht im Mittelmeer ausbreitet. Ja, du bist auch total erhellt in deinem Raum. Ich sehe dich kaum. Ich lade schon mal nach. Aber ich habe schon nachgeladen. Ich bin ein Genie. Ja. Das ist halt mal gute Vorbereitung. Ja. Das hätte so eine Maske. Damit uns ja nicht langweilig wird. Los, Chris, mach ihn fertig! Ich geb's ihm! Oh, ich stehe hier gerade voll im Weg. Ich glaube, das war Chris. Ja, das war Chris, aber das macht ihn ja jetzt aus. Der ist ja so ein kleiner Mister unkaputtbar. Yep. Puh, ist der Kopf voll weggeflogen? Nein, ich... Du. Tusche. So. Chris beschützt mich. Wow, hier ist gerade irgendwas haarscharf an mir vorbeigeflogen. Hui. Ich wollte eigentlich ausweichen. Aber ihr wisst ja, Leute, so gut bin ich jetzt auch nicht im Ausweichen. Ja, bei wow. Einen ging das auch ziemlich ganz gut aus. Ja, aber da hatte ich auch, wusste ich auch genau, wie ich das Timing haben muss. Klar. Also das ist hier so eine richtige Timing. Aua, ich wollte eigentlich runterspringen, du Arsch. Oh, ah. Chris, rette mich. Ja. Selbst gerettet. Selbst ist die Frau, wie man so schön sagt. Ja. Ah! Und der nächste. Da unten ist ja noch einer. Ach, Chris ist noch. Aua. Umgekommen. Ich gehe wieder nach unten. Ich sehe hier kaum was. Vorsicht, Chris, ich werfe eine Granate. Ich hoffe, du stößt dich nicht. Es war auch nur eine Blendgranate, du kannst sie jetzt irgendwo fertig machen. Los, Chris. Alles klar? Ja, uns geht's gut, ne? Pat, pat. Oh, wir sind ja schon fertig. Mensch, das ging ja flott. Nein, wir sind ja schon so weit. Das lief ja richtig gut hier.
Müssen wir kurz im Verrecken. Och, du, ich habe mich ganz gut geschlagen. Beim letzten Mal bin ich hier voll abgekackt. Und da hatte ich 5 Kraut und nicht 3 oder 4. Ich hatte, glaube ich, 2. Lol. Noch weniger. Aber das Maschinengewehr gefällt mir jetzt echt gut. Das Gürtel ist echt gut. Autsch. So, ich glaube, danach musst du mal kappen. Ja, ich glaube, das Kapitel ist irgendwie auch das Ende. Das passt dann wieder perfekt. Sehr schön. Wie sagst du denn die Zeit? Ja, die Zeit ist schon mal über 25. Oh ja, das ist ein bisschen lang. Aber okay. Ja, wir gehen aufs Finale zu, dann dürfen die Parts ein bisschen länger sein. Ich will das ja auch so storymäßig ein bisschen zusammen haben. Genau. Ich reg mir das jetzt gerade nur unnötig schön. Ich weiß. Wenigstens etwas. Du gibst dir Mühe. Das ist so fies. Ja, er zielt auf uns mit seinem Solarding und wir haben keine Drohne mehr an Bord, die wir abschicken können. Tja, und kein Konfetti. Ja. Also gut, das war schon Episode 9, kein Ausweg. Die ist jetzt zu Ende und wir machen jetzt einen bilderbuchartigen Cut. Ja. Also dann bis gleich, Leute.